even get to cross. Moin Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich wollte euch eigentlich ein Money Glitch zeigen. Ja, das Ganze ist für den Arsch heute, weil entweder es wurde gerade gepatcht oder irgendwas ist da los. Also auf jeden Fall funktioniert es bei mir jetzt gerade nicht mehr. Es hat einmal geklappt bei mir und ich konnte auch echt Geld mitmachen. Also gut, relativ, ne? 80.000 habe ich mal eben gemacht, aber man konnte was machen und das ist jetzt nicht mehr so. Das ist voll nervig gewesen. Ich werde euch aber hier erstmal dennoch trotzdem zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht zwei Apartments. Eine muss voll, ein Apartment muss natürlich voll sein. Und eins muss ein Fahrzeug haben, was ihr verdoppeln wollt. So, mein Eclipse Tower ist voll, das Apartment. Also die Garage halt natürlich, sorry. Und ja, und ich mache das mit dem Buffalo, weil es am besten ging. Und ja, dann müsst ihr das Fahrzeug erstmal so hinstellen, wie ich das da stehen habe. Weil da muss dann, wenn ihr da ranfahrt, muss halt das kommen. Ja, die Garage ist voll, wollen sie was austauschen oder so ein Scheiß. Dann steigt ihr dann aus, geht dann ein bisschen weg. Dann drückt ihr einmal Dreieck und dann geht ihr auf Start, dass er automatisch läuft und dann auf PlayStation Store, wenn er einsteigt. Eigentlich hätte da jetzt schon kommen müssen, wollen sie wirklich, oder beziehungsweise wollen sie wirklich in den PlayStation Store und es müsste dann noch die weitere Dinge aufkommen, dass die Garage voll ist. Ist jetzt nicht gewesen, also funktioniert der Scheiß schon wieder hier nicht und vor allem in der PlayStation Store lag der rum gerade bei mir. Ich bin am Verzweifeln, was da los ist. Vielleicht klappt es bei euch. Vielleicht klappt es später bei mir nochmal, aber bei mir hat es nicht geklappt. Deswegen probiert es mal selber aus, ob es funktioniert. Wenn ja, dann schreibt natürlich einen Kommentar darunter. Und wenn das geklappt hat bei euch, dann müsstet ihr dann draußen wieder reinspawnen. Euer Fahrzeug müsste dann noch nicht da sein, was da draußen stehen müsste, theoretisch. Dann geht ihr rein in die Garage und dann könnt ihr, also dann seid ihr automatisch in der Fahrzeugauswahl, welches ihr austauschen wollt. Automatisch natürlich, wenn ihr reingeht. So, und dann müsst ihr es einfach mit einem billigen Fahrzeug austauschen. Ich habe es jetzt natürlich nicht perfekt erklärt, weil ich einfach kein gutes Videomaterial habe, weil das Ganze natürlich nicht funktioniert. Deshalb hatet bitte nicht. Ich wollte euch trotzdem zeigen, wie das theoretisch funktionieren könnte. Ihr habt gesehen, der spawnt jetzt gerade mein Fahrzeug hin. Also es hat nicht geklappt. Vielleicht ist das gepatcht worden jetzt in der kurzen Zeit. Der Money Glitch ist ja auch schon ein paar Tage da. Leider hat das kein anderer deutscher YouTuber anscheinend irgendwie hochgeladen oder so, ist meine Information. Auf jeden Fall, lasst ein Like da und ja, wir hoffen natürlich, dass demnächst jetzt endlich mal wieder ein Money Glitch rauskommt. Natürlich hoffen wir das. Und ihr natürlich seid ihr auch die Ersten, die es erfahren werdet. Also, haut rein, ciao. 1, 2, 3.